vor etwa 80 Jahren bin ich als Vorschulkind auf einem öffentlichen Platz mal über den Rasen gelaufen. Ein Schupo hat mich erwischt, nach Hause gebracht und von meiner Mutter 3 Mark Ordnungsstrafe kassiert. Das war für sie ein schmerzlicher Verlust. Dafür hätte sie 5 Brote kaufen können. Kein Wunder, dass sie den Schmerz an mich weitergegeben und mich tüchtig verhauen hat. Viel später habe ich erkannt, dass es dabei gar nicht um den Rasen, sondern allein um den Drill zum Gehorsam gegangen ist. Diese Szene ist neulich aus meiner Erinnerung aufgetaucht, als 2 Ärzte mich genötigt haben, in ihrer Praxis eine Maske zu tragen. 2 Ärzte, von denen es heißt, dass sie bei ihrer Zulassung einen Eid unterschrieben haben, ihren Patienten nicht zu schaden, sondern Schaden von ihnen abzuwenden. Zwei Ärzte, die ganz genau wissen müssen, dass es für die seit Ende April deutschlandweit verordnete Maskenpflicht keine hinreichende medizinische Begründung gibt. Es sich also um ein pures Unterwerfungsritual handelt. So schlimm bin ich in 40 DDR-Jahren nicht gedemütigt worden. Wir Deutsche waren und sind wohl besonders brave Untertanen. Beim Kaiser, beim Führer, beim Staatsratsvorsitzenden und nun auch bei der Bundeskanzlerin. Das haben uns nicht nur Heinrich Heine, Heinrich Mann und Erich Kästner bescheinigt. Auch von Stalin wird erzählt, er habe festgestellt, Zitat, dass Deutsche wohl nie eine richtige Revolution zustande brächten, weil sie dazu ja öffentlichen Rasen betreten müssten. Und das ist doch verboten. Nach jahrelangen Schwindelanfällen infolge Herzrhythmusstörungen und als Träger eines Herzschrittmachers habe ich meine Hausärztin um ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht gebeten. Sie hat erklärt, sie sei nicht befugt dazu und mich zum Lungenfacharzt überwiesen. Ich will aber auch erwähnen, dass 4 andere Ärzte mein unmaskiertes Gesicht bisher stillschweigend dulden. Auch bin ich bisher wegen fehlender Maske zwar 2 oder 3 Mal schon
ermahnt, aber noch nie angepöbelt worden. Danke.